Es ist nun einmal der Wunschtraum aller Rallye-Fahrer, das eigene Fahrzeug im Stile der Spitzenfahrer zu beherrschen. Doch dazu muss man auch die Fahrtechnik dieser Könner kennen. Wir haben einen der weltbesten Rallye-Fahrer, den Regensburger Walter Röhrl, der bekanntlich in diesem Jahr um Weltmeisterschaftspunkte fährt, gebeten, Ihnen seinen erfolgreichen Fahrstil zu erläutern und zu demonstrieren. Ich freue mich, dass ich Gelegenheit habe, zum Rallye-Sport einige aufklärende und helfende Worte sagen zu dürfen. Beginnen wir bei der Hauptsache. Die Hauptsache ist die Vorbereitung einer Veranstaltung. Wenn ich mir ein normales Auto kaufe, ist es besser, wenn ich vor der Veranstaltung geringe Mittel investiere, das Auto vorbereite, denn es ist also wesentlich entscheidend, dass das Auto mit guten Stoßdämpfern ausgerüstet ist. Man muss sich vorstellen, ich fahre sehr viel über schlechte Straßen mit weichen Stoßdämpfern, das Auto schlägt durch, ich verletze also wichtige Teile am Auto unten. Es ist also ratsam, dass ich gute Stoßdämpfer montiere. Es ist sehr wichtig, dass ich gute Reifen habe. Bei den Reifen, insbesondere beim Rallye-Fahren, darauf achten, dass der Reifen stabil in der Flanke ist, dass er nicht von jedem Stein zerstört wird. Es ist wichtig, dass ich gut das Öl fahre. Wenn ich mir vorstelle, ich fahre auf dem Asphalt eine sehr schnelle Rechtskurve, das Öl schwappt nach links weg. Das wenige Öl, das momentan zwischen den Lagern ist, sollte genügend Schmierkraft haben, dass der Motor nicht kaputt geht. Es ist sehr wichtig, nicht zuletzt, dass ich vielleicht etwas für meine Sicherheit tue. Es könnte mal passieren, dass das Auto am Kopf fällt. Ich sollte vielleicht einen Überrollbügel montieren. Das sind lauter so Kleinigkeiten. Wenn ich das vorher investiere, ist es im Nachhinein billiger für mich, wenn ich es fahre und das Auto ist nachher vielleicht total Schrott. Ich selber bin kein Zauberer, das dürfen Sie mir glauben. Es ist immer so, dass man ein optimales Gerät zum optimalen Sport braucht. Ich könnte es auch nicht mit einem normalen Auto so schnell fahren. Sie dürfen sich also nicht wundern, wenn Sie anschließend im Film sehen, dass ich das Auto scheinbar spielerisch beherrsche. Das sind lauter technische Hilfsmittel, die mir helfen, das Auto gut zu fahren. Was es alles für Tricks gibt beim Fahren, das möchte ich Ihnen jetzt kurz mal zeigen. Es beginnt bereits mit unserer Sitzposition im Auto. In letzter Zeit ist sehr häufig die Unart eingerissen, dass die Leute zu weit vom Lenkrad sitzen. Früher ist man immer zu nah am Lenkrad gesessen. Heute sitzen die Leute dermaßen weit hinten, dass sie also nur noch mit den Fingerspitzen ans Lenkrad kommen. Das ist vollkommen einleuchtend. Wenn ich nur noch mit den Fingerspitzen am Lenkrad bin, habe ich nicht genügend Kraft, das Lenkrad in kurzer Zeit sehr schnell zu drehen. Ich glaube, die richtige Stellung ist auf jeden Fall so, dass am oberen Punkt, der weitest entfernteste Punkt des Lenkrades, der Arm leicht durchgestreckt ist. Normal habe ich meine Arme auf 10 vor 2 und bin also ganz gelöst im Auto. So, wir wollen uns anschnallen. Ein Punkt, der auch zur Sicherheit sehr viel beiträgt. Und dann wollen wir mal sehen, was es noch für alles für Tricks gibt. Wenn Walter Röhrl bei seinen Demonstrationen keinen Schutzhelm trägt, dann nur, weil er Ihnen so die Fahrtechnik besser erklären kann. Zum Beispiel beim Querfahren auf seiner heimatlichen Trainingsstrecke bei Wörth an der Donau. Das erste und wichtigste, wann ich es anwende. Angewandt wird das normale Querfahren dann, wenn eine Kurve mit der Geschwindigkeit oder mit einer geringfügig geringeren Geschwindigkeit durchfahren wird, mit der ich ankomme. Das heißt also, wenn ich also mit 80 auf eine Kurve zufahre, die Kurve ist mit 70 zu fahren, dann am Kurveneingang mache ich eine kurzzeitige, sehr abrupte Lenkbewegung im Sinne der Kurve. Die Räder sind kurzzeitig mehr eingeschlagen wie der Radius der Kurve. Diese Bewegung geschieht aber nur sehr, sehr kurzzeitig und sofort wieder das Lenkrad nachlassen. Durch dieses starke Einlenken stellt sich das Auto hinten quer. Ich muss also sofort wieder die Lenkung dagegen nehmen, damit sich das Auto nicht auf der Stelle dreht. Diese Stellung dann mit dem Gas bis zum Ausgang der Kurve halten. Nochmal zusammenfassend. Am Eingang der Kurve eine kräftige Lenkbewegung im Sinne der Kurve, sofort das Lenkrad nachlassen und das Querfahren mit dem Gas sauber dosieren, damit ich die Kurve wieder gerade verlasse.
Wenn ich hier einen Fahrfehler mache, dann finde ich mich hier in der Botanik wieder. Bloß es geht nicht immer so gut aus, wie es dieses Mal ausgegangen ist. Zum besseren Vergleich haben wir die Spitzenfahrer der 13. Sachs-Rallye Baltic 1976 auf ähnlichen Strecken beobachtet. Hier der Pole Jarosewicz beim Querfahren auf seinem Stratos. In der Schwede Stig Blomqvist auf seinem neuen 16-Ventiler Saab 99. Er fährt fast schulmäßig quer. Der Franzose Bernard Arnoux dagegen nimmt hier das Gas weg und verliert Sekunden auf Blomqvist. Der Schwede Lundgren fährt noch vorsichtiger und hat damit gegen die drei Spitzenfahrer keinerlei Chancen. Röhrls Technik erweist sich hier also als die sinnvollste. Auch beim Befahren einer Rechts-Links-Kombination auf Schotter hat er seine eigene Fahrweise. Ich befahre jetzt eine Rechts-Links-Kombination auf Schotter mit folgender Technik. Von der ersten Rechtskurve wird der Drift des Autos durch übermäßiges Gas geben, so lange hinausgezogen, bis für den Eingang der Linkskurve das Auto genauso steht, als hätte ich das Auto für diese Kurve genauso angestellt. Das heißt also, bei der Rechtskurve etwas zu viel Gas geben, dass das Auto länger im Driftwinkel bleibt und der Gegenschlenker genau für die Linkskurve passt. Bei dieser Lektion kommt ebenfalls nur Stig Blomqvist dem Fahrstil Röhrls am nächsten. Ihr Jarosewicz. Das ist Blomqvist. Darnisch fährt vorsichtiger. Und dem Schweden Lundgren fehlt etwas Feuer. Auf Asphaltstrecken muss man versuchen, die Ideallinie zu finden. Doch das kann und darf man nur auf abgesperrten Strecken tun. Für Asphalt wenden wir eine komplett andere Fahrmethode an. Es ist nach wie vor das Schnellste, einen sauberen Strich zu fahren. Das heißt, eine Kurve von außen am Scheitelpunkt innen wieder bis ganz außen die Straße ausnutzen zu befahren. Ganz anders wird das bei Schotter gemacht, das haben Sie vorher im Film gesehen. Aber das Schnellste auf Asphalt wie nach wie vor, sauber fahren, die volle Straßenbreite ausnutzen. Diesen Fahrstil findet man bei den drei Spitzenfahrern bestätigt. Jarosewicz. Blomqvist. Wenn er sich nicht in Hammelburg durch Elektrikschaden 240 Strafsekunden eingehandelt hätte, wäre ihm der Sieg sicher gewesen. So gewann Darnisch mit 9 Sekunden Vorsprung. Hier Darnisch. Das Anstellen des Fahrzeuges findet man bei jeder Rallye. Und das beherrscht Walter Röhrl meisterhaft. Als nächstes kommt also die richtig hohe Schule des Rallye-Fahrens, das Anstellen im Gegen- den Kurvensinne. Angewandt wird diese Methode, wenn ich mit sehr hoher Geschwindigkeit auf eine enge Kurve zukomme. In unserem Fall ist es eine Linkskurve. Ich komme in der Mitte der Straße an und lenke beim Anbremspunkt leicht nach rechts. Ich darf das jetzt alles ganz langsam vorzeigen. Ich komme mit sehr hoher Geschwindigkeit an, wir nehmen an 120, die Kurve verträgt 60. Ich will nach links eine 90-Grad-Kurve befahren. Ich fahre in der Mitte der Straße, beim Anbremsen lenke ich das Auto geringfügig nach rechts. Ich bremse
und schalte zugleich in den gewünschten Gang zurück. Das heißt, ich komme mit dem vierten Gang an, schalte dritter, zweiter. Durch dieses nach rechts lenken, runterschalten und bremsen, blockiert das Auto und stellt sich im Gegensinne der Kurve quer. Beim Querstellen der Kurve werde ich automatisch, ohne dass ich dabei denken muss, bereits die Räder dagegen einschlagen. Ein Auto, das mit blockierenden Rädern rutscht, geht immer geradeaus. Jetzt am richtigen Punkt löse ich die Bremse, gebe wieder Gas. Die Räder sind bereits im Kurvensinne eingeschlagen, das Auto wird in kürzester Zeit sich drehen und wird in die gewünschte Richtung stehen und wird die Kurve gerade verlassen. Sinn der ganzen Übung ist, dass ich hundertprozentig sicher bin, dass das Auto nicht über die Vorderachse schiebt. Beim gerade Anbremsen nach links lenken könnte die Gefahr des Geradeausfahrens sehr groß sein. Deshalb stellt man nach rechts, wenn man nach links abzweigen will, das Auto an. Dem Polen Jarosiewicz unterläuft beim Anstellen ein Fahrfehler, der viel Zeit kostet. Stig Blomqvist dagegen beherrscht das Anstellen schulmäßig und ist auf diesem Teilstück der Schnellste. Darnisch nimmt auch hier das Gas weg und verliert weitere Sekunden. Nun demonstriert Walter Röhr das Fahren mit der Handbremse in einer Spitzkehre, die es bei der Sachs-Rallye Baltic am Tage nicht gab.